Sodala, das ist jetzt hier ein bisschen ungewohnt für mich, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich nie meinen eigenen Key spiele, aber ich hoffe, das wird was. Okay, ich bin jetzt nervös will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen angespannt, weil ich will den Key nicht verkacken. Wenn von jemand anderem der Key verkackt ist, egal, dann suche ich mir die nächste Gruppe den eigenen Key, den will ich jetzt mal auf 20 kriegen. Im Optimalfall. Okay. Los geht's. Skillung müsste ja passen, Ding habe ich auch drin. Jetzt ziehen wir am Anfang ein bisschen was zusammen. Ah, warte mal. Ah, ich muss gucken, weil wir haben ja diesen Kack, dass diese Explo-Scheiße, ne? Ich hoffe, der Paladin kriegt das Gegengehalt. Weiß nicht, ob die kleinen Viecher auch den Explo... Cast auslösen. Jetzt haben wir zwei Stacks, ne? Jetzt lassen wir es mal kurz auslaufen. Okay, das war gut. Das Ding fällt und steht halt so ein bisschen mit dem Controllen von den Effekten, ne? Das ist halt einfach so. Ich habe jetzt noch eine Inka ready und wir haben jetzt einen Buff drauf. Ich habe halt zwei Melees, jetzt muss ich sie wahrscheinlich ein bisschen schneller ziehen. Versuchst du immer abwechselnd in die Wand rein zu facen. Dass wir da ganz gut hinkommen. Na, schon mal, da mit der Inka haben wir jetzt einfach, bin einfach auf Platz 2 im Schaden, ne, mit 13k. Aber gut, mit Buff. Und hier nochmal, ich habe extra bei dem ersten Pack, wo die wahrscheinlich alle ihre CDs gezogen haben, nur die kurze Inka, die ich am Start noch hatte, gezogen. Und dann halt die Convoke, ne? Weil mein größter Fehler ist immer, die Convoke hat ja einen kürzeren Cooldown, dass ich immer relativ lang die Convoke noch am Start habe und die dann aber nicht so ganz durchgeht. Wir müssen gleich den großen auch noch ranziehen. Ja, der läuft jetzt aber in den einen Mob rein, das müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich halt gar nichts mehr. Also theoretisch, es würde sicher gehen, ne? Es würde sicher gehen, den dicken Mob in das andere reinzuziehen. Wahrscheinlich müsste es sogar bei Trash-Buff, bei Boss-Buff das auch machen, aber... Ich weiß immer nicht, ich habe keinen Bock, dass dann... Wenn du dann wegen so einem Scheiß vibest, ist dann halt auch, Abfuck und ich will den gern convoken, deswegen muss ich kurz aus dem Kampf rauskommen. Einer der skrupelloseren Schlundgebundenen nähert sich. Seid bereit. Okay. Dass ich hier die. Weil da habe ich hier 15k Convoke auf den Mob. Seht ihr das? Also es macht halt schon was aus, wenn ich da. Wenn ich da die Convoke halt voll durchkrieg. Hier ist es jetzt so, dass man diesen Kack-Heil-Debuff hat, ne? Meine ganze Active Mitigation, alle meine Wut in die Active Mitigation zu spammen. Weil ich kann zwar meine Heilung ziehen, aber die macht dann halt weniger. Und dann versuche ich lieber den Schaden gleich zu vermeiden. Also beim ersten Boss werden wir sehen, ob der Heiler das gegenheilen kann. Ich habe keine Ahnung, wie stark Pala-Heiler jetzt in dem Bereich ist, sage ich euch ganz ehrlich. Ich werde jetzt die zwei Gruppen hier bewusst nicht zusammenziehen. Ja, jetzt kann ich sie eigentlich reinziehen. Die einen gehen down. Ich habe noch Inka ein paar Sekunden laufen.
dass ich die mit Inka noch alle krieg. Das Problem ist, also eigentlich kannst du sie zusammenziehen. Mit Inka geht das auch. Aber wenn die dann alle gleichzeitig wieder sterben, ist halt ein bisschen RIP, ne? Deswegen habe ich es jetzt so semi-overlapped. Muss ich leider noch ein bisschen rausziehen. Okay, er sperrt sie jetzt. Fuck, ich war in dem Vulkan. Das ist halt einfach nur schlecht, ne? Ich habe mich einfach von dem Vulkanik treffen lassen, weil ich nicht geguckt habe. Okay, die Buffs sind ausgelaufen. Was mit dem Buffs? Also wenn, dann ist es Zufall oder es läuft relativ gut mit den Buffs, dass wir die auslaufen lassen können. Jetzt kann ich nämlich gleich nochmal in den Boss rein konvorken. Wenn ich dann nämlich... muss ich mal gucken. Mana haben wir. Ich bin außer Reichweite. Das habe ich noch nicht angelegt. Okay, das war nämlich mein Ziel, dass ich die Convok da komplett durchgedrückt bekomme. Okay, da müssen wir rein. Es haut schon gut raus, ne? Oh, die habe ich das komplett absorbt. Hier, die Kugeln können wir mal aufsammeln. Hütet euch. Das wird jetzt halt gleich zeigen, wie es aussieht, damage-technisch. Okay, aber es geht. Oh boy. Ah, der Hunter läuft raus. Okay, er kann's turtlen. Perfekt. Das war jetzt Gold wert, weil es waren noch die Leute nicht so ganz getoppt. Ja, dreifach aktiv Mitigation hatte ich. Da habe ich jetzt von dem Hit auch nicht viel abgekriegt. Ah, jetzt habe ich ihn relativ weit hier in die Ecke gezogen. Muss halt bei dem total defensiv spielen. Das ist ein Boss, der haut halt richtig raus. Ach, der Hunter kann wieder alleine? Ach, wie kann der jetzt zweimal so close hintereinander? Oder hat der totgestellt vorher? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wie er das jetzt... Ah, fuck. Ich habe ihn jetzt zu weit in die Ecke gezogen, tatsächlich. Alter, wenn ich jetzt runtergekickt worden wäre, ich hätte mich so gehasst, ne? Wall jetzt einmal aus Sicherheitsgründen. Kann der zweimal turteln? Hätte der Rogue nicht Evasion drücken können? Der hätte es da auch bestimmt überleben können. Ich bin außer Reichweite. Ja, ich hätte jetzt meine CDs eigentlich beim Boss ziehen sollen, ne? Wir können, glaube ich, oder? Okay, der Heiler braucht Mana. Unser Ziel liegt tief im Gefühl. Ist noch nicht bereit. Heiler ist am Recken. Ich muss näher ran. Okay, die kann ich jetzt dazu ziehen. Wir Inkern da rein. Das orientieren wir nochmal, den kicken wir. Ich habe die jetzt nicht gleich dazu gezogen, weil der Heiler noch gesessen war, ne? Nicht, dass wir hier was riskieren. Im Boss habe ich jetzt schon sehr wenig Schaden gemacht, weil ich halt sehr passiv das Ganze angegangen bin. Ich weiß nicht, den könntest du eigentlich in den Kollegen da hinten reinziehen, meiner Meinung nach. Aber er cleaved halt und wenn er dich dann mit seiner Kette ranzieht, dann ist halt rippity rip rip. Ja, weißt du, wenn du dann genau in den Scheiß reingezogen wirst, gehst du halt einfach hops.
Das war jetzt... Ah! Habt ihr das gesehen? Ich habe das Zermalmen in der Eule gefressen. Aber du hast in der Eule zum Glück auch mehr Life und Rüstung. Also du bist in der Eule nicht ganz so tanky wie im Bären, aber schon ziemlich, ne? Jetzt war aber trotzdem... der cleaved nicht mehr? Echt? Aber die Voids macht er noch. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht, dass der nicht mehr cleaved. Das, dann war es dumm, die nicht zusammenzuziehen, tatsächlich. Das wusste ich aber nicht. Ja, weil ich wurde das erste oder das zweite Mal, wo ich hier in einem Key war, der vielleicht jetzt nicht extrem low war, wurde ich halt dafür geflamed, ne? Und muss man ja sagen, also dann auch zu Recht, ne? Ich bin ja froh, dass wenn mir das immer wer sagt, ne? Weil es Tank, ob jetzt ein Mob cleaved oder nicht, das merkst du halt relativ schwer. Du kriegst halt Schaden, ne? Und das kriegst du dann meistens halt von irgendwelchen anderen Leuten dann mit. Dreh den mal nicht rein, der cleaved. Und dann, ah, okay, dann merkst du dir das. Ne? Also ich zumindest. Warte mal, wir könnten die hier in den Container ziehen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Jetzt muss ich weg. Ich hab die extra in die Nähe vom Container gezogen. Komm, use das Ding. Kollege. Ach, okay, er ist am Basteln. Das ist zu weit entfernt. Weil dann können wir die jetzt um die Ecke rum... Oh, boy. Habt ihr gesehen, wie viel Kacke da war? Also, theoretisch hätten wir die auch wieder zusammenziehen können, aber ich habe da noch keine CDs ready. Lauf, kleines Mädchen. Die kann ich theoretisch auch mal meinen Nightfear Blink machen, aber dann gehe ich halt aus der Dingsgestalt raus. Halt auch nicht so nice. Ich bin außer Reichweite. Also ich ziehe die jetzt hier in die Ecke rein, dass die Leute dann auf die andere Seite rumkommen. Diese Wirbel, die sind so ätzend, ne? Hier in dem kleinen Raum. Ich muss näher ran. Hier, wenn die so groß werden, dann musst du die immer... Dann musst du den Wuteffekt runternehmen, dann geht's relativ gut. Den hätten wir auch mit dem anderen zusammen machen können. Ich bin außer Reichweite. Jetzt habe ich es mir wieder nicht gebindet, den Shit. Den können wir jetzt reinpullen. Sieht mit dem Mana aus, doch relativ okayisch. Wo kamen wir noch nicht wieder ready? Also da draußen, theoretisch kannst du da zwei Packs zusammenpullen, das geht, ne? Aber wenn ich Inka hab, dann könnten wir das machen. Vielleicht das erste Pack normal spielen und dann zwei zusammen. Gut gekämpft. Nehmt nun seine Macht an euch. Danke dir fürs Followen übrigens. Und dann ratze ich jetzt hier Convoke rein. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit Convoke auch könnte. Kann ich mich nochmal gut hochheilen? Schau, jetzt ist hier einer an einem Pack gestorben, ne? Weil dann irgendwas drin stand. Okay.
Also das geht schneller, als man denkt. Jetzt hätte ich gleich wieder Inka ready, aber die Putt ist halt ins Nirvana gelaufen, leider. Ich könnte... Naja, die kriege ich dann nicht zusammengezogen. Das ist halt kacke. Jetzt habe ich Inka ready. Ja, ich weiß auch nicht, wie man da an einem Kollegen sterben kann. Gut, ich könnte den halt, ne, könnte ich halt runternehmen. Euer Volk ist so. Lädt immer noch auf. Den könnte ich auch in so eine Gruppe reinziehen. Wenn die Putt gleich kommt, dann pull ich die zusammen. Holy, was haut denn der raus? Ich hoffe, die haben jetzt noch irgendwelche Cooldowns, ne? Weil der eine hat seinen... Ah doch, der hat den wieder ready. Das orientieren wir da mal rein. Weiß nicht, wenn der seinen Speer castet, dann könnte ich theoretisch... Okay, jetzt sollten wir kurz warten, oder? Wollen wir durchziehen? Okay, ja. Kurz warten, dass der Debuff ausläuft. Also ich würde Inka und Convoke, wenn ich alles ready habe, kann ich wahrscheinlich 3 oder sogar 4 Packs zusammenziehen. Das wäre gar kein Stress. Bloß, wisst ihr, die Kacke ist halt immer, jedes Mal, wenn ich so große Pulls mache, was für mich fein ist, rippen mir halt die Gruppenmitglieder, weil du halt so viele Effekte hast, die halt auf alle gehen und da machst du halt nichts, ne? Und du kannst dich halt mit einer Random-Gruppe schlecht absprechen und dann mache ich das lieber safe, weil meistens reicht der Timer... Wenn du nicht vibest, ne? Wenn du keine krassen Tode oder irgendeinen Shit drin hast. Der Heiler sitzt noch. Okay, auf geht's. Lasst uns anfangen. Ihr werdet gestehen. So oder so. Oh boah, jetzt steht der da mit seinem Kreis dran. Ich muss schon mal einen Ticken hinter, dass die Kugeln gut kommen. Hier das erste Ed haben wir weggeblastet. Ihr werdet gestehen. So oder so. Der eine hat diesen komischen Mob, ne, der immer diese kleinen Anima-Kugeln droppt. Bei den Bossen muss ich halt echt defensiv spielen. Da kann ich halt nicht offensiv drauf nuken. Echt schauen, dass ich ein bisschen Wut fürs Ed poole. Das zieht halt richtig. Hab den nochmal dispelled, den Kollegen. Ach fuck, jetzt habe ich ein Ding gefressen. Das war halt bad, ne? Keine Ahnung. Ihr werdet gestehen. So holy moly, ich dachte, das ist schon durch. Schon erwähnt, dass ich den Boss hier so ein bisschen hasse. Aber die Fokus sind das Ad zumindest, also das passt. Kam das Teil jetzt schon? Nee, da ist es. Ich tue jetzt mal defensiv konvoken. Bärengestalt. Also ich könnte natürlich hier auch in die Dingsgestalt gehen, ne? In die Eulengestalt, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ihr werdet gestehen. So oder so. Ed hat irgendwie, also ganz ehrlich, mir kam es vor, ob das Ed früher mehr Schaden. Ich habe jetzt noch keine Wall gezogen, weil es halt einfach nicht notwendig war, ne? Also der Boss war eigentlich immer einer der Hardhittersten. Die Gruppe ist top. Ja, die machen bis jetzt, kann ich nichts bemängeln tatsächlich. Gut, der eine ist da vorhin mal in irgendeiner Void gestorben, aber okay, das könnte passieren. Ich bin jetzt auch zweimal im Dings stehen geblieben, ne? Im Volcanic, das ist, sollte auch nicht passieren.
Aber mich als Tank juckt's jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. What the... Okay, irgendwas hat es gerade mit meinem Makro da rumgebackt. Okay, den haben wir gerade nur gekickt bekommen. Shit. Ich will da rüber. Können wir die schon mal adden? Eigentlich können wir den dazu pullen. Hier verdichtet sich die dunkle Magie des Schlunds. Lasst ihre Quelle versiegen. Ist noch nicht bereit. Jetzt haben wir halt den Buff auf 2 gestackt, aber das sollte der Heiler wegheilen können. Ich könntest du die kleinen Mobs alle zusammenpullen, ne? Ja, der Warrior ist am Droppen. Uch. Da ein bisschen raus backpedalen. Den Boss könnte ich eigentlich mit Convoke und dann draufpullen. Die Kreatur ist tot. Nehmt nun ihre Macht. Also hier kann es immer noch schief gehen. Wie könnt ihr es wagen, meine Forschung zu stören? Es war jetzt ein bisschen dangerous, den in der Eule so zu pullen. Okay, er ist jetzt halt in die Mitte gegangen. Mach den Raw mal für ihn an. Ich habe jetzt nur 2, ne? Ah, aber für mich reichen 2. Das ist kein Stress. Ich muss näher ran. Holy shit. Okay, das Zimmer rein. Da muss ich mir was überlegen. Ich habe 2 Walls. Ich muss Wut poolen. Active Mitigation. Ich hoffe, der Heiler hat genug. Also ich versuche jetzt immer nur 2 zu nehmen. Hütet euch. Ich pull jetzt Wut ein bisschen. Shit, die Gruppe droppt halt schon ziemlich. Okay, jetzt Pool machen wir Double Active Mitigation und Baumrinde. Haut mich trotzdem mal 40% runter. Okay, beim nächsten müssen wir vielleicht Vault ziehen. Ja, aber wenn ich ein Dev-CD ziehe, dann... Ich mach mal nur eine. Ich habe leider keinen Dev-CD ready. Schauen wir mal, ob ich das überlebe. Ja, okay. Ja, als Tank reicht 1. Ich habe jetzt auch nichts gezogen. Ja, ich muss den Mates mehr lassen. Ich wall jetzt das... Soll ich jetzt hier bei dem Boss Inka noch ziehen? Der hat nur 30%, ne? Ich weiß nicht, ob sich das noch rentiert. Achso, warte mal. Ich wollte ja nur eins... Holy moly, hier sind halt ewig viele noch. Jetzt wird wer sterben. Was? Sie haben kaum Schaden... Wie geht denn das? Hier kann ich gut convoken. Aber dafür, dass ich Ultra Dev spiele, mache ich 4k DPS. Ich habe nur Convoke benutzt, keine Inka. Und der Hunter hat 5k gemacht, der Warrior auch so gut 6, ne? Dafür, dass ich jetzt so, also ich habe kein einziges aktives Zermalmen oder so geused, ne? Oder andere Geschichten. Alles in Dev reingepackt, was geht.
weil es halt doch ein bisschen scary ist. Bei dem Boss. Naja, die sind jetzt in den Fallen drin, bei so vielen Midis. Kicken wir den mal. Jetzt läuft's gut, ne? Das orientieren wir mal. Okay, die... Komm, ich kick sie jetzt mal auseinander. Na gut. Alles easy. Sollten wir kurz warten, dass wir es nicht nochmal stacken. Okay, passt. So, die nächste Gruppe, die wird jetzt noch ätzend. Da habe ich da leider gar nichts für. Das ist eine der ätzenderen Gruppen. Okay, den... Aber wenn der nicht mehr cleaved, dann ist er gar nicht so wild. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ketten habe ich jetzt auch noch drauf. Ich hätte gern alles hinten reingehauen, aber... Warte mal, was sind das hier? 7 Debuffs? Muss ich dann doch... Wir müssen ein bisschen raus hier. Interrupten. Der Linientyp jetzt down. Ketten. Kettenhans Wursch, komm, wir blinken uns mal raus hier. Wie viel haben wir denn noch? 14. Ja, 14 Minuten ist easy, oder? Also seht ihr, ich habe komplett safe gepullt. Jetzt noch den. Gut, der Trash ist jetzt nicht so ganz easy. Soll er nochmal sich vollrecken? Okay, auf geht's. Darf ich bloß die Ding nicht verkacken? Ach fuck, ich hab noch gar keine Inka ready. Der Pull war jetzt vielleicht doch nicht so clever. Ah shit, ich dachte, ich hab die Inka ready, ne? Habe ich mich verguckt? Es war Convoke, was ich ready habe. Ja, dann 4 Debuffs. Aber jetzt kann ich dann nachher gleich nochmal inkern. Hier kriege ich schon auf den Sack, ne? Aber für die will ich jetzt die Inka nicht rauswasten. Für die paar. Und dann pullen wir die dann gleich rein und Inkern wir da. Haben wir nochmal? Wundert mich jetzt. Okay, haben wir da anscheinend nicht so viel Schaden auf den Boss draufgebracht. Normalerweise ist es immer einmal. Ja gut, das ist jetzt kurz bevor sie weg ist. Ich hoffe, die procken nicht alle dieses Kill-Ding. Nee. Jetzt habe ich halt Inka ready, ne? Also ich sollte safe sein. Na doch, jetzt haben wir hier 3 Debuffs. Ja gut, okay. Aber wir haben jetzt hier einen Haufen gestackt. Das darfst du nicht gleich am Beginn ziehen, habe ich mir mal sagen lassen, sonst reicht es nicht. Also wenn du es instant ziehst, dann ist das Schild nicht lang genug drauf. Deswegen muss, seht ihr, das hält gar nicht so lang. Also muss erst warten, dass der Cast so Minimum halb durch ist und dann erst ziehen. Habe ich auch mal falsch gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du... Das sieht gut aus, ne? Wir haben nur 11 Minuten. Ich glaube, wir könnten sogar einmal wipen, dann würden wir es immer noch schaffen. Aber seht ihr, ich habe jetzt eigentlich fast bei allen Gruppen safe gespielt, ne? Also fast durchgehend safe und das reicht halt trotzdem gut. Also ich bin, normalerweise bin ich halt dieser Hau-drauf-Typ, ne? Rein und alles wegmachen, was geht.
Aber mittlerweile bin ich eher so im Plus übergegangen, das Safe zu spielen. Wenn du nicht stirbst, dann schaffst du eigentlich meistens die Timer. Gut, jetzt von ganz hohen Keys brauchen wir nicht reden, ne? Ich bin jetzt halt maximal 19er unterwegs gewesen. Deswegen jetzt so... Ich kann mir schon vorstellen, wenn du dann irgendwie 25er Keys oder irgendwas loffst, ne? Also da musst du halt einfach noch mehr rausholen, ganz klar, ne? Da wird's halt anders dann irgendwann nicht gehen. Jetzt habe ich blöderweise für das krasse Pack gar nichts, ne? Ich hätte Convoke vielleicht nicht nochmal ziehen sollen. Naja, egal, das sollte gehen. Da nochmal, aber ich habe noch zwei Walls theoretisch. Ja, die ziehen wir jetzt auch, die Wall. Zum Glück habe ich hier nicht so einen Effekt, wenn ich low bin, dass ich gefeiert werde, wie vorhin ein Torgast, ne? Da warte ich dann auch immer, wenn ich low gehe, dann ziehe ich meine CDs und dann wurde ich immer weggefeiert. Warte, wie ist denn der eigentlich gerade? Explode. Der Worry geht gut ab. Ja, der macht guter E-Schaden, da kann man nichts sagen. Ah, ich stehe in der Falle drin. Ich glaube... Ah, da hat er ein Dings gekriegt. Ich habe jetzt halt Inka in... Ja, ich weiß nicht, soll ich da nochmal rein? Inkas lohnt sich eigentlich fast nicht mehr. Ich muss sie ein bisschen rausziehen. Aber der andere hat einen Binding-Shot reingehauen. Die Midis kommen halt schwer ran, ne? Ich finde die Inni, ne, die wurde ja am Anfang so richtig verschrien. Ich finde die jetzt auch nicht so krass schwer tatsächlich, sage ich euch ganz ehrlich. Ich wollte ja mal potten, ne? Ich hab wieder nicht gepottet. Weiler hat Mana, ne? Ja, auf geht's. Ach, jetzt, ich hätte rein konvoken können am Anfang. Ja, gut, scheiß drauf. Ach, warte mal, war der Heiler nicht drin? Ups. Ups. Da ja, hab ich nicht aufgepasst. Jetzt hätten wir fast ohne Heiler gespielt. Kann ich in der Intermission? Geht mir das aus? Mhm. Oder soll ich in die Eule gehen und Dings reinhauen? Ich weiß halt nicht. Ja, es ging jetzt schon. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Hinne gemacht hätten, hätten wir sogar plus 2 machen können, aber das ist gar nicht in meinem Interesse, weil ich will ja einen 20er Key und keinen 21er Key. Fuck, jetzt habe ich es fast verkackt, ne? Ich habe jetzt einfach mal Wall gezogen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich jetzt zu langsam war. Aber ich glaube, das hat trotzdem gepasst. Hütet euch. Schauen wir, dass wir den... Okay, da... Aber schau mal, der Hunter hat sich treffen lassen und ist auf 30% oder 25% runter. Wenn ich mir das Tank treffen lässt, dann ist da jetzt nicht so, ne? Also da bin ich wahrscheinlich nicht insta-dead. Vermute ich jetzt mal. Also ich vermute, dass ich stabiler als so ein Hunter bin. Der Pala hat gebabbelt. Aber why? Also er hätte einfach reingehen können. War er sich jetzt unsicher? Fuck, ich bin gerade irgendwie rausgetappt oder irgendwie von der Maus, ne? Die hat gerade nicht reagiert. Holy moly. Aber das ist relativ lang Zeit, ne? Ich dachte mir, jetzt werde ich getroffen hier. Geht ja ewig. Ja, das ist halt das Nervige am Boss-Buff, ne? Das ist das Nervige am Boss-Buff. Nice! Haben wir den 19er in-time gespielt? Sogar relativ locker, würde ich mal behaupten. Wir hatten nur einen einzigen Tod overall. Das hat mir gut Score gebracht und jetzt kriege ich einen 20er-Key. Geht, Sterbliche! Ich halte sie auf! Und was kriegen wir?
Handgelenke. Die könnte ich sogar upgraden, ne? Die haben Mastery Versa. Das sind nicht mal schlechte Stats. Jetzt schauen wir mal. Wir haben einen... Nein! Eine andere Seite! Ich hasse diesen Key! So ein Kack. Warte mal, wir können hier switchen, oder? Halt, nee, warte. Kann ich den Key? Ihr ehrt mich mit eurer Aufmerksamkeit. Ah, nee, kann ich nicht ändern? Glück? Hä? Ich dachte, ich kann hier Keys ändern. Ah, der andere hat einen Holz-Key. Ein 20er. Holz ist easy, finde ich. Holz ist easy. Ach so, kannst nicht, wenn du deinen eigenen Key gespielt hast. Okay, aber für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Wenn ihr demnächst eine 20er-Key seht, dann haben wir den geschafft. Wenn nicht, dann war es ein Desaster. Also, für die Aufnahme war es das. Euer Tila, ciao.